Hey, vielen Dank, dass du dir dieses Let's Play von mir anschaust von Temtem. Wenn es dir gefällt, lass gern einen Daumen nach oben da, abonniere mich und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder was verpasst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. So, meine Freunde, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Teil von Temtem. Natürlich ist der wunderbare Luxorio wieder dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir werden hier weitermachen. Wir haben Blut geleckt, wir wollen weiter vorankommen. Das Spiel macht einfach viel zu viel Bock. Viel zu viel, da nimmt man auch gerne mal den ein oder anderen kleinen Fehler noch mit. Man muss ja auch immer bedenken, Temtem ist ja nach wie vor Early Access. Fühlt sich, finde ich, bis auf die Multiplayer-Probleme, finde ich schon an wie ein komplett fertiges Spiel. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter und ich glaube, wir werden uns jetzt einfach gleich hier unten links im Wasser zu dieser Quest begeben, die mal abholen, weil wenn die Quest hier nämlich in der Höhle ist, wäre das doof, wenn wir das nämlich nicht vorher machen. So, ich würde sagen, gehen wir mal los. Da muss ich aber hinzufügen, Temtem hat auch richtig Bock, bestimmt mir noch weiter in die Fresse zu hauen. Bestimmt. Bestimmt. Temtem hat heute richtig lustig nochmal zu piesacken, das spüre ich. Siehst du? Ich hab's doch gesagt, ich spüre das. Oh, jetzt ist jetzt bestimmt ein High-Level-Seipert, oder? Oh, du hast deinen Fisch rausgeholt. Oh. Wir hätten erstmal einen Korb reinmachen sollen. Ja, das wäre vielleicht. Das wäre vielleicht eine grandiose Idee, wenn wir beide mal in den Koop gegangen wären. Ich dachte mir gerade, hä? Oh, ich wollte gerade sagen, ich sag so, was labert der da die ganze Zeit, ne? Und auf einmal bin ich beim Trainer und ich denke nur so, oh, scheiße, ich glaube, wir haben was vergessen. Oh Mann, ey, ist das retarded. Oh Mann, wo bist du, warte mal, kann ich dich, bist du gerade noch im Kampf? Ich bin gerade noch voll im Kampf drin. Wo bist du denn? Mal gucken, wo du bist. Da wird's auch nicht zu. Ich stehe unten beim Trainer. Da wird's auch nicht zu weit. Ah, okay. Alles klar, weil sonst trigger ich nämlich den Trainer selber auch. Der Pisser hier schwimmt mir nach. Okay, ich warte einfach mal kurz, bis du so weit bist. Boah, fuck, Alter. Okay, jetzt habe ich ihn auch getriggert. Er kam gerade einfach rechts ins Bild rein und ich habe mich voll erschrocken. Und dann hat er auch noch so eine Besenfrisur. Ich glaube, jetzt geht's los. Nun gut, dann machen wir den auch noch fix platt. Hm, ich glaube, das ist die einzige sinnvolle Lösung an der Stelle. Alter, Wasserwerfer ist einfach so irre stark. Ich krieg hier voll auf die Fresse. Unfassbar, ey. Also, gib die Klaue auf den. Und der, ja, was soll ich mit dem machen, ey? Ja, ich sag jetzt einfach nichts. So, wir holen mal unser Psycho. Danach bitte einfach gleich mal kurz nicht bewegen. Ukama. Okay, wir wollen zuerst das Ukama weg. Und dann können wir mit ihm hier mein Ganki heilen. Wasserwerfer. Jetzt einfach krass. Wie stark dieses Ukama ist. Dieser Wasserwerfer ist einfach so lächerlich stark. Dann darf mein Tateruma wieder raus. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr benutzt. Tuwei. So, kommt jetzt trotzdem der Kettenblitz. Und boah, okay, ich habe es überstanden. Jetzt einfach mal kurz warten, ich bin gleich soweit. Da habe ich noch meine Temp-Essenzflasche. Das war so geil, das Level 14er Tateru hat gar nicht so viel weniger Leben wie das Level 25er Ganki. Okay, ich habe ihn besiegt. Habe ich die Temp-Essenzflasche noch? So, wo ist sie denn? Da. Nein, sie ist leer. Och, Mann. Deine auch? Ja. Na, prima. Okay, machen wir halt Heilung auf die Art und Weise. So, jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, laden wir den guten Luxorio endlich mal ein. Oh Mann, echt, das ist so dumm einfach. So, dann let's go. Jetzt gehen wir hier runter zu dem Ausrufezeichen, bitte, danke. Aber hey, welches Video startet man nicht mit einem Fail? Ja, es ist Klassiker. Klassiker. Oh, wenn du hier unten hingehst, zu dem... kriegst du einfach ein Item. Wenn du die Antwort. Das habe ich schon gekriegt.
Ach so, wow, okay. Los! Was hier? Okay. Nix. Dann geht nicht weiter. Okay, dann lass uns mal weiter. Aber ich habe Items gesehen. Das war nicht das, was du hättest sagen sollen. Aller Vorteil ist, ich kann meinen Gang hier halt noch leveln. Ich bin immer noch gespannt, zu was entwickelt der sich? Da keine Relation. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Es gibt hier irgendwie anscheinend Stockwerke, wenn ich das hier sehe. Mit ja, Treppen. Da hinten rechts geht's auf jeden Fall runter und links geht's hoch. Was ist das Rote hier? Kann man da drüber? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Rutschpartie. Oh! So ein Rätsel. Oh! Okay, ja. Da müssen wir mal. Da ist ein Dings. Ja, aber da kommen wir, glaube ich, noch gar nicht hin, oder? Da ist halt irgendwie. Doch. So. Ich bin oh. drüben. Ah, okay, Moment. Warte, wenn. Hui! Was macht der hier? Ich schlitt zu laufen. Okay, dann lass mal hier runter. Oh nee, halt, stopp. Wie kommt man denn dann jetzt da? Moment. Da muss man doch irgendwie runterkommen können. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kommst von der anderen Seite. Kommt man dann nur wieder zurück, meinst du? Okay. Ja. Ja gut, dann lass uns mal. Ist das hier ein Trainer, der kämpfen will? Yep. Ich weiß schon gar nicht, wo du rumläufst, ey. Du wirst eh gleich hingezogen, mach dir mal keine Sorgen. Bei mir bist du jetzt gerade direkt vor mir gespawnt. Moment. Und ich stehe irgendwo im Nirgendwo. Hier ist kein Trainer in Sicht. Ja, gleich müsste es passieren, siehst du? Oh, Saku und Banshee. Okay, dann kümmerst du dich bitte um das Saku. Ich mach Banshee weg. Gleich Strom! Die DC-Attacke. DC? Wieso? Ja. Das ist in einem Elektrobereich, steht das für Gleichstrom. Ach so, meinst du? Nee, oh mein nee, Gott. Nee, nicht Strom. Gleichspannung, okay. Ja, jetzt oder? Weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Ich dachte gerade, hä? DC? Ich dachte irgendwas mit Disconnect, okay? Du bist aber das ist doch Gleichstrom. Irgendwie sowas, ey. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Ich mach mal Kettenblitz, du hältst es ja aus, ne? Ja. Eine starke Schildkröte. Oder was auch immer du darstellen sollst. Alter. So geil. Elektro macht dir nichts aus, aber Hauptsache Wind. Hauptsache Wind tut dir weh. Weißt du? Aber dann auch noch wieder beide, weißt du? Ich fühle mich richtig verarscht von dir. Du spielst hier halt gerade 3 gegen 1, ne? Ich greife dich ja auch ständig an. Ja, da tun wir ja eigentlich schon seit der letzten Folge. Ja gut, aber ganz ehrlich, ich, Kettenblitz, wir brauchen halt, dass du dieses Nessler hast, das wäre halt geil. Dann können wir diese Combo hier immer machen und ich heil dich dann auch noch. Ja, das finden wir ja draußen auf dem Wasser. Oh, dein Seipert ist ja auch schon Level 20, moin. Seipert! Okay. Achso, das ist der Trainer, den du angesprochen hast. Moment. Gehen wir jetzt links runter oder, rechts runter oder links hoch? Ich würde erstmal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo Items rumliegen. Das ist, weil wir waren hier zum Beispiel hier nicht auf diesem kleinen Berg hier. Da habe ich gerade eins gesehen. Hattest du nicht auf dem Wasser auch irgendein Item gesehen? Da kommen wir nicht hin, da müssen wir irgendwie eine Treppe benutzen. Paharak. Ja gut, okay, da. Gleichstrom. Ja, so viel sollte aber kein Problem sein. Da kommt gleich die Fehler, Gatling. Da wird gar nicht gefackelt. Ja. Wird der Gegner gleich weggeschrotet. Ist auch geil. 177 EP jedes Mal. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Temp-Card. Yeah. Easy. Sonst noch was? Nö. Nee, okay, dann lass uns rechts hoch. Rechts. Ich will erstmal nach unten. Wenn ich was gelernt habe in Höhlen, dann das ist meistens. Warte. Rechts hoch? Ja, das hier. Runter, also ja, runter meine ich ja. Okay. Wo sind wir jetzt? Lass mir mal die Karte angucken. Oh, okay, geht's jetzt einfach nur eine Kurve. Alles klar. War hier nicht ein Trainer? Hier stand doch gerade ein NPC. Hast du ihn auch gesehen? Ja, aber der hat mich nicht angesprochen. Vielleicht müssen wir ihn ansprechen. Weil einfach dran vorbei. Dran vorbei. Lass mal hier. Oh. Hä? Bist du wieder zurück umgedreht? Okay. Ja, hier ist jetzt aber nur kurz Wasser und wahrscheinlich ein Trainer.
Sogar mehrere. Glaube ich. Yay! Also anscheinend kann man tatsächlich einen Wasserfall irgendwann hoch. Okay. Ja, wozu soll ein Trainer vor dem Wasserfall stehen? Weiß ich nicht. Oha! 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 Shit! Ich würde sagen, direkt Wipplump weg. Wenn wir den schon wegmachen können. Ich hätte einfach auch so ein Oziara. Ich will auch so ein Vieh. Das, Alter. Oh nein. Und. Okay, und da kommt die Feder Gatling. Yay! Ich mache einfach gar keinen Schaden mit dem Vieh. Mache ich noch einmal einen Wunschschuss drauf und danach kann ich das Vieh auch gleich austauschen. Und da oder kommt es stirbt. Tsunami! Oh! Ich auch komm, Alter. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist, dass die so stark ist. Das scheiß Ozeare, aber wenigstens ist jetzt ihre Ausdauer direkt weg. Die ist direkt alle. In unserem Psycho. Ich mach Wipplump weg. Ozeare, ruh dich aus. Ja, soll mir recht sein. Der kommt jetzt sowieso nicht mehr dran, oder? Alter! Na, der ist ein paar Level höher als wir gerade, ne? Nice. Meine Herren, also wenn wir mal einmal so ein Vieh finden, werde ich nicht zögern. So, jetzt erstmal kurz heilen an der Stelle. Weil ich muss meine Beleber für einsetzen. Ja, ich auch. So, nächster Trainer hier. Sind wohl noch mehr? Wenn du soweit bist, ich lass dich mal vor, nicht, dass ich hier irgendwas jetzt trigger. Ne, das ist keiner. Okay. Ja, ich bin Professor Luxor. Hat der irgendwas für einen? Nö. Okay, dann. Was ist das mit dem hier? Ne, der will auch nicht. Ja, dann lass hier weiter. Wo sind wir jetzt? Okay, noch ein langer Gang. Und da hast du direkt einen Kampf getriggert. Scale. Immer dieses Scale. Direkt. Alter. Irgendwie bin ich langsam mal der Meinung, wir sollten zwischendrin mal Duft aktivieren. Nein, ich will meinen Crystal leveln. Ich will das viel weiterentwickelt haben. Heißt das? Nee. Was denn? Auf dieses Niveau wie gestern lassen wir uns jetzt doch, nicht. Doch, komm, erzähl. Jetzt bin ich gespannt. Okay, dann ist das bestimmt auch so einer, der sich darauf aufgeregt, dass sein Mate gestorben ist. Oh Mann, Alter. Oh, Herr Fallumloser. Oh, Trainer. Hallo. Temtem los. Oh Mann, ey. Wenn dir nichts einfällt, einfach wie so ein Troll. Temtem los. Oh, das spielt mir wieder gut in die Karten. Ekel. Eigentlich müsstest du hier wegen deinem Gift und den ganzen Wasserviechern eigentlich Saipat die ganze Zeit trainieren. Wenn es das Vieh nicht die ganze Zeit sterben würde, weil Wipplump würde bestimmt dann irgendwie wieder eine Kampfattacke einsetzen. Ah ne, warte mal. Ja, ich wollte gerade sagen, dein Crystal ist ja schwach gegen eine Kampfattacke. Alter. Guck dir mein Leben schon wieder an. Was hat die wieder gegen mich heute? Ja, ich möchte mich jetzt schon mal vorab bei dir entschuldigen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Viecher dich alle fokussen direkt. Aber hey, immerhin bin ich Level up. Nein, tut mir leid. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du jetzt direkt... Du bist halt so hart gefokust von den Gegnern, das ist einfach der Wahnsinn. Als ob die Gegner irgendwas gegen Kristall-Temtems hätten. Ich glaube, die haben einfach nur gegen mich was. Das ist noch nicht mal wegen Crystal. Oh Mann, ey. By the way, Level 26 nach wie vor kein Level up. Ich glaube langsam, mein Temtem kann sich gar nicht entwickeln. Doch, warte, heilen. Aber ich weiß nicht, ob als ob ich jetzt noch ein Beleber dafür einsetze. Okay, komm, 5 habe ich ja noch. Ich wollte gerade sagen, weil ich benutze meine jetzt auch gerade alle wie blöd. Falls mal einer stirbt, weiter geht's. Oh, gut, da ist er. Da vorne kommt übrigens wieder Möchtegern Team Rocket. Möchtegern Team Rocket. Oh Gott. Ein Tatero. Jetzt bin ich gespannt, welches Level das ist. 18. 17. Oh, fast dran. Okay, dann bitte gehen Sie voraus. Hier vorne kommt jetzt nämlich gleich wieder. Okay, let's go. Ich werde jetzt mal eine Weile keinen Kettenblitz mehr einsetzen. Ja, komm, es kommt drauf an, was für Gegner die haben. Bahnchen.
Oh, muss ich. Okay, also gegen Banshee, ich ja also gegen Banshee greife ich halt an, du kümmerst dich halt um das Tattoo, logisch, ne? Ja, klar. Okay. So, Gleichstrom auf Banshee. Ich hätte auch gern mal so ein Banshee. Außerdem brauchst du das Vieh doch, glaube ich, sogar für irgendeine Quest, war das nicht so? Auch wenn ich für irgendeine Quest ein Banshee. Du kriegst es tatsächlich da irgendwo oben auf dem Berg. Nur ist es halt übel selten. Ach was, okay. Jetzt hat er noch ein Tatero. Jetzt bräuchten wir eigentlich dein Seipat. Nehmen wir gar nicht wahr. Wir bräuchten gar nicht dein Seipat, weil das ist ja hier gar nicht wie bei Pokémon. Wir brauchen mein Psycho. Wenn wir schon dabei sind, ich meine. Ja gut, das juckt dich jetzt zum Glück nicht so sehr. Und mich auch nicht unbedingt. Sehr nice. Okay, dann gibt's jetzt erstmal auf das volle ein schönes Telekinese-Schrapnell. Wie aber auch wirklich jedes normale Pokémon auf seinen Spritzer kann. Oh wow, das. Okay, der hat echt viel Leben. Was ist das? Zorn. Okay. Alter, halten die viel aus, das ist so krass. Warum steht nicht einfach bei den Attacken gleich dir gegenüber einfach so Hass dabei? Einfach so ein kleiner japanischer Schriftzug, Hass, ein Banshee. Noch ein Banshee. Gut, da muss ich jetzt wieder wechseln, weil der hat Resistenz gegen Psycho und das brauchen wir uns nicht antun. Bin aber echt gespannt, wenn da wirklich so ein EP-Teiler ist, das könnte mega praktisch sein. Oh. Oh. Der hat eine Resistenz, der hat eine Schwäche gegen Kristall. Das habe ich total vergessen. Stimmt der nicht? Ich nicht, aber dafür habe ich jetzt überlastet und bin jetzt gestorben. Ich habe nicht auf meine Ausdauer geachtet. Egal, hier, tot. Der Balken ist sogar durch meinen Bildschirm durchgeschossen. Ja, ich habe auch gerade auf dem zweiten Bildschirm gesehen, dass der runtergegangen ist, ja. So schnell, wie der gerade weg war. Siehst einfach nur Njong. So, jetzt will der heilen erstmal. Kennst du diese Memes? Das könntest du tatsächlich sogar jetzt einblenden. Vielleicht mache ich das. Wo der eine so Njong und dann irgendwo anders irgendwo landet. Oh mein, ey. So heilen. Ah, Item. Fünfmal. Ich glaube, das Spiel möchte uns sagen, benutzt Duft, damit euch die Temtems nicht mehr auf den Sack gehen. Aber muss aber leveln. Level, level, level. Okay, hier bitte. Da würde ich mir wünschen, dein Seipat wäre draußen. Beziehungsweise gar nicht mal mein Psy. Warum habe ich es dauernd? Ich will dauernd auf die Pokémon-Schwächen eingehen, ne? Jedes verdammte Mal, anstatt dass ich endlich mal einsehe, nein, hier hat normal nicht Schwächekampf. Schön. Ja, der geht aber auch ganz schön mit dem Beat ab, wenn er die Attacke abkriegt, ne? Ja. Und dann kopft sich so. Artstyle Heiko ist das. Warte auf Luxorio. Achso, du bist gerade irgendwie. Ich will meinen Crystal erstmal heilen wieder. Oh. Warum switche ich eigentlich überhaupt noch runter von meinem Psycho-Pokémon in der Höhle? Mal ganz ehrlich. Wie viel Schaden mache ich mit Windklinge eigentlich? Das interessiert mich. Sehr. Windklinge. Blubub. Okay, weiter geht's. Oh, ist das ein Trainer? Nö. Okay. Aber hier sind Items. Yay! Yeah. Silikonfragment. Money! Und noch mehr Silikonfragment. Money! So, wo sind wir jetzt? Ah, guck mal, jetzt sind wir hier unten, wo die zwei Items sind. Ah. Okay. Hey, jetzt springt dein Genki wenigstens was. Na, immerhin. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, so weit geht das Spiel noch gar nicht. So. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere mich und aktiviere die Glocke. Wenn du außerdem auch gerne mal live dabei sein willst, wenn ich was streame, dann schau gerne auch mal in meinem Livestream vorbei. Ich streame täglich außer mittwochs und samstags. Ausnahmen werden im Discord und meinen anderen Social-Media-Seiten bekannt gegeben. Bis dahin sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder oder mal in meinem Livestream. Haust rein. Ciao.